Hallo, Pocoyo. Hallo. Ellie wartet anscheinend auf etwas. Was kann das nur sein? Das sieht wie ein Päckchen aus. Wie schön. Ein rosarotes Päckchen. Könnt ihr, Pocoyo, sagen, für wen dieses Päckchen ist? Für Ellie! Ganz richtig. Das Päckchen ist für Ellie. Und was da bloß drin ist, Schnell, Ellie, mach es auf! Ein paar Schuhe. Das sind aber wirklich schicke Schuhe, die Ellie da bekommen hat. Pocoyo! Ich glaube, Ellie würde sich sehr freuen, wenn du ihr beim Schuhanziehen helfen würdest. Was für wunderschöne Schuhe. Ellie möchte wissen, ob euch ihre neuen Schuhe auch gefallen. Ja, die sind schön. Spielen! Ellie, willst du etwa deine neuen Schuhe zum Spielen anbehalten? Was ist jetzt, Ellie? Willst du eine kleine Pause machen? Eine Pause? Liegt es vielleicht an deinen Schuhen? Bestimmt tun Ellie die Füße weh wegen der neuen Schuhe. Kann Pato jetzt den Ball haben, Ellie? Was ist denn jetzt? Ach so, das ist doch nur ein klitzekleiner Fleck. Jetzt aber schnell ins Bett, Ellie. Und morgen kannst du deine neuen Schuhe gleich wieder anziehen. Du meine Güte, Ellie. Sie scheint ja ihre Schuhe sehr zu lieben. Ach, Ellie, du kannst doch gar nicht mit diesen Schuhen gehen. Oh je. Spielen. Ach, wisst ihr, Ellie will heute gar nicht spielen. Mm-hmm.
Also, Pato, ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Ellie, das war aber nicht sehr nett. Pato wollte doch nur ein bisschen Spaß machen. Armer Pato. Ellie sagt, dass es ihr sehr leid tut. Pato? Pato! Was meint ihr? Soll Ellie wieder mit ihren Freunden spielen? Ja, spielen! Ja, das denke ich auch. Natürlich soll Ellie mit ihren Freunden Ball spielen. Sieh mal, wie gut du ohne deine schicken Schuhe spielen kannst. Bravo, Ellie. Prima, Pocoyo. Was für ein tolles Spiel und was für schicke Schuhe. Macht's gut. Bis bald. Pocoyo? Hallo! Autsch! Was ist denn das? Tür? Ja, ich frag mich, was dahinter ist. Was meint ihr? Soll Pocoyo die Tür aufmachen und nachsehen? Zum Himmel. Nun, das ist wirklich außergewöhnlich. Pato! Pato, guck, Himmel. Oh nein! Was ist denn mit dem Himmel passiert? Pato will sich noch die Fische ansehen. Vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo Pato hingegangen ist? Durch die Tür! Pato, da bist du ja! Pocoyo sucht dich. Warte! Pocoyo, du hast ihn gerade verpasst! Pato! Pato, warte! Oh je, tut mir leid, Pocoyo, du hast ihn schon wieder verpasst! Oh nein. Das ist aber eine seltsame Tür. Versuch's nochmal.
Hast du ihn gesehen? Pato? Ja, da war er eben. Da ist er schon wieder. Oh nein, noch eine Tür. Noch mehr Türen. Was soll das nur bedeuten? Pocoyo, du kannst doch jetzt nicht aufgeben. Das Geräusch kenne ich. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, wonach sich das eben anhörte? Pato! Pato! Ich glaube, ihr habt recht. Das hörte sich ganz nach Pato an. Vielleicht sollte dir jemand helfen, Pocoyo. Elli! Hallo, Elli! Pato! Pato! Großartig! Du hast ihn gefunden! Was hast du, Elli? Du bereitest etwas Wichtiges vor? Was macht Elli bloß? Was soll das so Wichtiges sein? Ah, verstehe! Damit war Elli beschäftigt. Sie hat ein Fest vorbereitet. Was für eine schöne Idee. Ach, wunderbar, Pocoyo. Wie gut, dass du nicht aufgegeben hast. Macht's gut. Bis bald. Ja. Los geht's! Wir starten zu einem neuen Abenteuer im Weltraum. Ja! Hallo, Pocoyo! Hallo, Pato! Hallo! Was ist los, Pato? Ah, heute willst du mal das Fliehwusch fliegen? Oje, Pato! Könnt ihr alle zusammen Pato sagen, dass er vorsichtiger fliegen soll? Sei vorsichtig, Pato! Pato, pass auf! Naja, wahrscheinlich war das Teil gar nicht so wichtig. Andererseits... wahrscheinlich doch! Oh! Oh! Na!
Wie es aussieht, müsst ihr jetzt dieses verlorene Teil vom Fliehwusch suchen. Hier lang. Pato möchte aber in der anderen Richtung suchen, Pocoyo. Ha. Was war das? Sehr seltsames Geräusch gehört, Pocoyo. Vielleicht hast du dir das nur eingebildet, Pato? Du hast es dir nicht eingebildet. Es ist ein Alien. Pocoyo will es wirklich nicht glauben, dass Pato ein Alien gesehen hat. Kommt, wir wollen alle zusammen Pocoyo sagen, dass wir es auch gesehen haben. Ja! Da ist wirklich ein Alien. Pato, Pato, huhu! Vorsicht! Kann einer von euch, Pocoyo, sagen, wo das Alien ist? Auf deinem Kopf! Nein, das fehlende Teil vom Fliehwusch! Deshalb ist das Alien dir die ganze Zeit nachgerannt, Pato. Es wollte nur das Teil zurückgeben. Wassermelone? Die magst du doch so, Pato. Wie es aussieht, hast du einen besonders liebenswerten Freund gefunden, Pato. Zeit für den Rückflug. Es ist ja schon fast Schlafenszeit. Sei doch nicht traurig, Pato. Du kannst deinen Freund ja ein andermal wieder besuchen. Du müsstest nur deine Flugkünste ein wenig verbessern. Hm? Pocoyo. Prima, Pato. Wie schön, wenn man neue Freunde findet. Macht es gut. Bis bald.
Pocoyo. Hallo! Hast du das gesehen? Weißt du, was das war? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Das ist ein alter Reifen. Das ist richtig! Das ist ein alter Reifen, den jemand weggeworfen hat. Was hast du denn da? Einen kaputten Wecker? Und was willst du damit machen? Ah, ich verstehe. Du wirfst ihn weg. Nun, warum auch nicht? Mehr! Mehr? Es scheint, als ob Schlummerpieps auch etwas Müll loswerden möchte. Na, wie es aussieht, will da jeder mitmachen. Aufräumen kann auch Spaß machen. Puh, und es ist sicher ein gutes Gefühl, all den alten Kram loszuwerden. Wer ist denn da? Kleine Raupe. Oje. Ich fürchte, dass es vor deiner Haustür gerade ein wenig unordentlich ist. Pato, du hast gerade den ganzen Müll ins Wasser geworfen. Die Eier riechen lecker, stimmt's, Fred? Ich verstehe dich, Fred. Keiner mag Müll auf seinem Spiegelei. Aber wie willst du den alten Kram wieder loswerden? Ach du meine Güte, so viel Müll! Ganz meine Meinung, Pocoyo. Ich mag es überhaupt nicht, wenn plötzlich Abfälle auf meine Bausteine fallen. Oder würde es euch etwa gefallen, wenn ein Berg voller Müll auf eurem Spielplatz landet? Nein, gar Was machst du da, Pocoyo? Ah, verstehe. Du willst dem Müll folgen, um herauszubekommen, wo er am Ende landet. Prima Idee.
Der Müll wandert immer von einem zum anderen, weil jeder ihn zum nächsten wirft. Aber das alte kaputte Zeug immer im Kreis herumzuwerfen, hilft doch gar nichts, oder? Was können wir denn da nur machen? Ich glaube, Pocoyo hat einen Weg gefunden, wie man das Problem lösen kann. Kluge Lösung. Anstatt den alten Kram einfach wegzuwerfen, hast du dir überlegt, wie man ihn doch noch irgendwie benutzen kann. Bravo, Pocoyo! Ihr alle habt das prima hinbekommen. Macht's gut! Bis bald! Hallo, Babypieps. Oh nein! Was war das? Ich weiß es. Kann vielleicht jemand von euch, Babypieps, sagen, wer das gerade war? Pocoyo und Pato. Richtig! Das sind Pocoyo und Pato. Und es sieht ganz so aus, als ob sie einen Ausflug mit dem Fliehbusch machen. Was für ein Spaß! Pocoyo, ich glaube, Baby Pieps möchte dir etwas sagen. Baby Pieps möchte von dir wissen, wie man das Fliehbusch fliegt, Pocoyo. Wie wär's, wenn wir alle zusammen Bitte sagen würden? Fertig? Los! Bitte! Pocoyo, bitte, bitte! Bitte flieg mit Baby Pieps! Ja, gut! Etwas später. Fein. Pocoyo wird dir zeigen, wie man das Fliehwusch fliegt, Baby Pieps. Nach dem Essen. Aha. Baby Pieps fürchtet, du könntest es vergessen, Pocoyo. Versprochen. Baby Pieps ist bereit für die erste Flugstunde. Nach dem Spielen. Aber Pocoyo, du hast gesagt nach dem Essen. Na dann. Jetzt, Pocoyo? Später. Ich weiß, Baby Pieps, das ist nicht besonders fair. Schließlich hat Pocoyo es doch versprochen. Und, nein, Baby Pieps, du solltest lieber nicht mit dem Fliehbusch herumspielen, bevor dir Pocoyo gezeigt hat. Baby Pieps!
gar nicht hinsehen. Nein, ich guck da gar nicht hin. Oh nein! Ellie, wach schnell auf, Ellie! Oh je. Wie kann man Baby Pieps nur retten? Achtung! Baby Pieps, Pato meint, du sollst den großen Knopf drücken. Wunderbar. Gut gemacht, Pato. Jetzt seid ihr alle auf Baby Pieps sauer, hm? Aber Baby Pieps ist gar nicht schuld. Pocoyo, du hattest ihm doch etwas versprochen. Könnt ihr euch noch erinnern, was das war? Was hatte Pocoyo Baby Pieps versprochen? Er wollte ihm zeigen, wie man das Fliehbusch fliegt. Ganz genau, das hast du, Pocoyo. Du hast es versprochen. Na gut. Ja, so ist es doch viel besser. Versprechen muss man halten. Prima, Pocoyo. Macht's gut, bis bald. Hallo, Ellie. Ist das nicht ein herrlicher Tag für ein Picknick? Ui, es donnert. Da kommt ein Gewitter. Vielleicht solltest du schnell deine Sachen packen, damit sie nicht nass werden. Haha, das war ja gar kein Gewitter. Das war nur Pato mit seiner Pauke. Da sind wir wieder, so als ob nichts geschehen wäre. Kann vielleicht einer von euch Ellie sagen, wer oder was bei ihrem Picknick fehlt? Ihre Puppe. Ellies Puppe ist nicht da. Na, 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 Ellie, nicht aufregen. Ich bin mir sicher, deine Puppe muss hier irgendwo sein. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen, hm? Ellie? Oh.
Oh, Ellie, du denkst doch bestimmt nicht, dass Pato deine Puppe genommen hat. Pato, so etwas würdest du doch nie machen. Siehst du? Ellie, also das ist wirklich nicht nett. Aber Ellie, Schlummerpieps kann deine Puppe gar nicht genommen haben. Also, Ellie, das geht nun wirklich zu weit. Nein, Ellie, diese klitzekleine Raupe kann doch gar keine Puppe wegtragen. Hallo, Pocoyo. Hallo. Ellie, würdest du dich bitte wieder etwas beruhigen? Ellie ist ganz traurig, weil sie ihre Puppe verloren hat, Pocoyo. Wie? Pocoyo, du glaubst, du kannst Ellie helfen? Was ist denn das? Detektiv Pocoyo. Ah, alles klar. Dann haben wir hier das Büro von Detektiv Pocoyo. Bitte. Herr Detektiv, so verstehen Sie doch. Ellie braucht jemanden, der ihre Puppe wiederfindet. Ich suche sie. Detektiv Pocoyo sucht nach einem Verdächtigen. Ich glaube nicht, dass Pato die Puppe genommen hat. Wir waren doch dabei. Das hätten wir doch mitbekommen. Ja? Detektiv Pocoyo möchte wissen, ob einer von euch die Puppe genommen hat. Nein, 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 Pocoyo. Jetzt verfolgt Detektiv Pocoyo einen anderen Verdächtigen. Nicht jetzt. Ellie, Ellie, wir dürfen Detektiv Pocoyo nicht hetzen. Verlorene Puppen wiederzufinden, das braucht doch Zeit. Aha, Detektiv Pocoyo ist an den Ort des Verbrechens zurückgekehrt. Ellie möchte schon wieder wissen, ob sie etwas gefunden haben. Da! Ellie, da ist ja deine Puppe. Nein, ich meine, sie ist wirklich da. Könnt ihr alle zusammen Ellie sagen, wo ihre Puppe ist? Hinter dir! Sie ist auf dem Bett. Du musst sie eingepackt haben, als du ganz schnell vor dem Gewitter fortgelaufen bist. Herr Detektiv? Ellie sagt, sie können mit der Suche aufhören. Ich nehme an, der Fall ist gelöst. Nein. Nein? Detektiv Pocoyo findet etwas an Ellies Benehmen sehr verdächtig. Ellie hatte ihre Puppe gar nicht verloren. Detektiv Pocoyo meint, du solltest dich bei deinen Freunden entschuldigen, Ellie. Genau. Heute ist ein wirklich schöner Tag für ein Picknick. Und für Kriminalfälle. Bravo, Detektiv Pocoyo. Macht's gut und bis bald.
Pocoyo. Hallo. Hallo, Pato. Hey, was ist denn das? Holla, holla, holla. Wem mag wohl dieser schöne rosa Roller gehören? Elli. Die Frage ist nur, was macht er hier? Vielleicht hat sie ihn vergessen. Was meint ihr? Sollen die zwei ihn zu Elli zurückbringen? Ja, ja. Bring ihn zu Elli. Bring ihn ihr. Oh, oh. Gemacht, Pato. Du bist ja ein richtiger Profi auf dem Roller. Das sieht so aus, als ob Pato uns zeigen möchte, was ein richtiger Rollerprofi so kann. Aber wirklich, wie man mit so einem Roller umgeht, Pato. Hey! Baby Pieps, dein Raupenroller gefällt mir außerordentlich gut. Pato findet es besser, wenn du ein paar Fotos von ihm machst. Das ist nicht ganz so gefährlich wie dein Raupenroller. Oh, das sieht aber sehr beeindruckend aus. Hoho! Seht euch das an! Ui, ich glaube nicht, dass Elli das so richtig gut findet. Pato, das ist Ellis Roller. Das scheint Pato total vergessen zu haben. Oh nein, pass doch auf! Oh, Pato, nein! Oh, falls du dich erinnern kannst, das war Ellis Roller, Pato. Elli, Elli! Was kann man denn da nur machen? Glaubst du wirklich, Elli mag deine Skulptur genauso wie ihren Roller? Einer von euch Pocoyo sagen, wer da kommt? Elli! Elli kommt! Pato, bist du das? Hallo, Elli! Elli, du solltest jetzt vielleicht lieber nicht mit deinem Roller fahren, solltest du jetzt lieber besser... Oh, Elli. Wie du siehst, Elli, dein Roller ist, zerbrochen. Oh! Moment. Aber Pocoyo und Pato kriegen das wieder hin. Keine Angst.
Sie haben ihr Bestes gegeben. Wirklich, das haben sie. Du solltest sie nicht umarmen? Umarmen? Heißt das, du bist nicht verärgert, weil dein Roller kaputt ist? Was wird denn das? Ach, verstehe. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was Ellie da hat? Einen neuen Roller. Ellie hat einen neuen Roller bekommen. Ganz richtig. Und was für ein toller neuer Roller das ist. All die Aufregung umsonst. Prima, Pocoyo. Gut, wenn man immer die Wahrheit sagt. Macht's gut und bis bald! Pato! Seht nur, da sind Pocoyo, Pato und Baby Pieps. Hallo alle zusammen. Hallo. Wo wollt ihr denn mit dem Fliehbusch hin? Zu Besuch. Ah, ihr wollt euren neuen Alien-Freund besuchen. Kommt, wir wollen Pocoyo helfen, seinen Alien-Freund zu finden. Ruft alle ganz laut, wenn ihr ihn seht. Da ist er. Hallo Alien. Da ist er. Da. Sieh doch, Pocoyo! Ach, ihr habt euch gefunden. Wie schön. Hallo! Wie es scheint, will dein Alien-Freund dir diesmal seinen Planeten zeigen. Also wirklich, diese Landschaft sieht nicht nur gut aus, sie hört sich auch noch gut an. Pocoyo, dein Alien will dir noch mehr zeigen. Tschüss. Ach, was für eine schöne Aussicht auf die Planeten hat man hier. Oh, ist das hier ein Knopf? Was meint ihr? Soll Pocoyo einfach auf den Knopf drücken? Ja, drück den Knopf! Oh, habt ihr das gesehen? Oh, fantastisch! Seht nur, wie Baby Pieps sich freut. Süß. Blasen aus einem Krater? Das ist ja ein ganz erstaunlicher Planet. Oh nein. Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo sein Alien-Freund ist? Dreh dich um! Hinter dir! Ja, puh, da ist er ja. Eine ausgezeichnete Idee, Pocoyo. Und weiter geht's.
Was ist denn das? Ein Wald voller Bäume? Was meinst du, Alienfreund? Du sagst, wir hätten uns verlaufen? Pocoyo hat einen Plan. Dort entlang? Pocoyo, du bist dir ganz sicher, dass das der richtige Weg ist? Wir haben uns also verlaufen. Aber das ist doch kein Grund zur Panik, Pocoyo. Lasst uns nachdenken. Die Blasen. Solche haben wir doch heute schon mal gesehen. Die Blasenkrater. Toll, du hast sie gefunden. Eine großartige Idee. Von hier oben kannst du gut sehen, wo ihr seid. Also, wollen doch mal sehen. Erkennst du irgendetwas wieder? Seltsame Bäume und ein paar blinkende Planeten? Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob ihr etwas wiedererkennt? Ja, Planeten. Die blinkenden Planeten. Ganz richtig. Die blinkenden Planeten haben wir schon einmal gesehen. Also los, in diese Richtung. Baby Pieps! Was ist denn das? Das klingt so, als ob da einer trommelt. Na, Pocoyo, was denkst du, wer trommelt da? Pato! Genau, das ist Pato. Bravo! Du hast ihn gefunden! Moment mal, wo ist denn unser Alienfreund wieder hingerannt? Ah, er hat das Fliehwusch gefunden! Wunderbar, Pocoyo! Du hast ganz allein den Weg gefunden! Macht's gut und bis bald! Wo steckt Pocoyo heute nur? Pocoyo! Oh, nein! Pocoyo! Hast du mich erschreckt? Verstehe. Das ist dein neues Spiel, stimmt's? Sehr lustig. Wo ist er denn nun schon wieder? Nein, also Pocoyo! Du hast mich schon wieder erwischt! Das habe ich nicht erwartet. Was hast du denn jetzt vor? Psst, aber Pocoyo. Psst. Pocoyo will, dass ihr gemeinsam mit ihm Bu ruft. Macht ihr mit? Fertig? Eins, zwei, drei. Bu! Also, Pocoyo, nicht jeder findet dein Buh-Spiel lustig. Du willst doch jetzt nicht etwa Lula erschrecken, oder? Nein. Oh, na, dann ist ja gut. Oh, nein. Puh.
Arme Lula. Pocoyo, du willst doch nicht etwa... Psst. Oh. Baby Pieps, du willst, dass Pocoyo noch einmal Boo macht? Na, Hauptsache, du amüsierst dich, was, Pocoyo? Nein, Pocoyo, du weißt genau, wie sensibel Pato ist. Vielleicht solltest du das nicht... Pato, jetzt hast du dich aber auch erschreckt, was? Psst. Ui. Ist die Luft rein? Das ist genau das Richtige. Eine schöne, entspannende Dusche. Der Grund des Meeres. Hier findest du bestimmt deine Ruhe, Pato. Jetzt wird es langsam langweilig. Ah ja, Wasser. Also, Pocoyo, Moment mal, meinst du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Ich? Nein. Oh nein, der arme Pato. Kann vielleicht einer von euch Ellie sagen, warum Pato so durcheinander ist? Ihn hat jemand erschreckt. Pocoyo hat ihn erschreckt. Wie? Wir sollen alle zusammen Buh sagen? Alles klar. Fertig. Eins, zwei, drei. Buh! Tja, Pocoyo, nun sei kein Spielverderber. Wenn du unbedingt mit anderen Buh spielen willst, dann dürfen das auch die anderen mit dir. Erschreckend spielen ist ja auch gar nicht schlimm, solange es Spaß bleibt. Pato, du kannst ja auch Buh machen. Also jetzt habt ihr mich aber erschreckt. Prima, Pocoyo. Bravo, Pato. Schön, dass es solche Spiele gibt. Das war nicht schlecht, was? Macht's gut. Pato! Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da?
Ein Radio? Und ein paar Luftballons. Was hat Pocoyo denn damit vor? Ein Fest, ein Fest, ein Fest, ein Fest. Ja. Ein Fest? Grandios. Aber Pocoyo, für wen ist denn das Fest? Pocoyo. Ein Fest für dich selbst? Kommt, wir wollen raten, wen Pocoyo eingeladen hat. Seine Freunde. Ja, natürlich, seine Freunde. One, two, three. Ja! Seht euch nur diesen Pato an! Was ist bloß, Pocoyo? Warum hast du die Musik ausgemacht? Spielen. Los! Nun, das klingt doch gut. Ein flottes Wer fängt den Ballspiel? Wie? Ach so, es ist das alte Gib den Ball deinem Nachbarn Spiel. Ja, natürlich. Man muss den Ball weitergeben und nicht werfen. Nochmal! Nun, ich denke mal, es ist ja dein Fest, Pocoyo? Ja, jetzt wird's endlich lustig. Los, Pato! Stopp! Stopp? Aber Pocoyo, jetzt ging der Spaß doch erst richtig los. Neues Spiel! Ja! Na gut, Pocoyo möchte, dass jetzt alle auf einem Bein hüpfen. Wollen wir es auch mal probieren? Und alle zusammen hüpfen! Nur auf einem Bein. Pocoyo? Also das sieht doch nach Spaß aus. Los, wir klatschen alle zur Musik mit. Alle mitmachen. Stopp! Aber Pocoyo, was ist denn nun schon wieder los? Warum hast du die Musik ausgemacht? Gerade hatten alle solchen Spaß. Pocoyo nicht. Aha, verstehe. Ist es vielleicht, weil deine Freunde nicht das gemacht haben, was du wolltest? Aber Pocoyo, es soll doch jeder seinen Spaß haben. Dazu ist so ein Fest doch da.
Und so ganz ohne Freunde? Was soll das für ein Fest sein? Was meint ihr? Soll Pocoyo seine Freunde zurückholen? Ja! Ja! Hol sie zurück! Entschuldigung! Oh, nicht schon wieder, Pocoyo. Ah, das war nur ein Scherz. Prima, Pocoyo. Zusammen macht es am meisten Spaß. Macht's gut. Bis bald. Aha. Seht nur, da sind Pocoyo und Elli. Hallo, Pocoyo. Hallo, Elli. Hallo. Oje, wie es scheint, streiten sie sich gerade. Was ist denn das? Kann vielleicht einer von euch Elli und Pocoyo sagen, was Baby Pieps und kleine Raupe da bringen? Geschenke. Sie bringen Geschenke. Ganz richtig. Das sind Geschenke. Heute hat Pato Geburtstag. Oh nein, ihr habt es doch nicht etwa vergessen. Deine Schuld. Halt, 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 keiner ist schuld. Los, kommt, wir wollen mit dem Geburtstagskind feiern. Da. Alles Gute. Deine Freunde sind sicher nur so aufgeregt, weil heute dein Geburtstag ist, Pato. Aha, und sieh nur, Baby Pieps hat ein Geschenk für dich. Blumen. Ach, wie wunderschön. Und hier, kleine Raupe hat auch ein Geschenk für dich. Es ist ein Stein. Wunderbar. Was für ein passendes Geschenk, kleine Raupe. Ja. Na, 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 na. Ihr zwei da, hm? Schließlich hat kleine Raupe daran gedacht, Pato ein Geschenk mitzubringen. Was ist, Elli? Du hast auch etwas für Pato? Ah, verstehe. Du lädst Pato zu einem Picknick ein. Alles Gute. Sieh nur, Pato. Pocoyo hat für dich auch noch ein Geschenk. Oh nein, Patos neuer Ball ist geplatzt. Was soll das, Elli? Pocoyo, was machst du denn jetzt? Pato! Pato! Was ist denn das? Ein Käfig? Alles Gute! Ah,
Ach, Elli, was für ein Glück, dass du Pato aus dem Käfig befreit hast, damit er endlich seinen Geburtstag feiern kann. Wo ist denn Pato? Pato ist ja total eingeschlossen. Alles Gute! Oh je! Also das macht Pato sicher keinen Spaß. Pocoyo, nicht! Oh! Oh nein, jetzt hat Pato endgültig die Nase voll. Alles wegen eurem Gestreite. Deine Schuld. Elli, Pocoyo, also, die hören einfach nicht zu. Vielleicht hören die beiden endlich auf und vertragen sich wieder, wenn wir alle rufen, hört auf zu streiten. Ja? Fertig? Pato ist gegangen, weil ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Warum wollt ihr euch nicht die Hand geben und euch wieder vertragen? Freunde! Na, das ist doch viel besser, aber jetzt müsst ihr auch Pato zurückholen. Es ist doch sein Geburtstag. Pato, du willst doch nicht wirklich fortgehen, oder? Aber das ist ja schrecklich. Oh, Pato, geh doch bitte nicht. Was sollen wir denn ohne dich machen? Wie? Das ist gar kein Ich fahr jetzt ganz weit weg Bus. Nein, Pato, das ist ein Geburtstagsfeierbus. Pato! Ich denke, Pocoyo wünscht sich, dass alle alles Gute zu Pato sagen. Na los! Alles Gute! Alles Gute, Pato! Wie gut, dass es Geburtstage gibt. Macht's gut und bis bald. Pato! Elli! Hallo, Baby Pieps. Und hallo, Pocoyo. Hallo. Seht euch das an. Los, wir klatschen alle mal. Was ist, Baby Pieps? Oh, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden so geschickt mit dem Ball spielen sehen? Oh, wirklich. Ein schönes Kompliment. Du meinst, das wäre die fantastischste Konstruktion, die du je gesehen hast? Tja, das ist sicher ein ganz beeindruckendes Bauwerk, aber besser als die Pyramiden in Ägypten? Tja, also, wenn du es sagst, Baby Pieps. Was wird denn das jetzt? Baby Pieps glaubt offenbar, dass deine Zeichnung etwas ganz Besonderes ist, Pocoyo. Ja, natürlich. Es ist Kunst. Hm? Besser als die Mona Lisa? Naja.
Was denn jetzt? Ein roter Teppich? Das gibt's doch nicht. Also für seinen Helden lässt Baby Pieps aber auch gar nichts aus. Ja! Hallo, Pato. Baby Pieps sagt, du hättest jetzt genug gespielt, Pato. Jetzt ist Baby Pieps dran. Hallo, Elli. Nun wird es aber lustig. Baby Pieps sagt, Pocoyo anzuschieben wäre seine Aufgabe, Elli. Baby Pieps, Pocoyo sagt, er ist jetzt müde. Er spielt später wieder mit dir, ja? Oh, Baby Pieps, hallo! Vielleicht einer von euch Baby Pieps erklären, wer oder was Pocoyo so stört? Baby Pieps! Baby Pieps? Du hast doch Baby Pieps selbst weggeschickt. Möchtest du deinen kleinen Freund wirklich wiedersehen? Dann musst du mal durch dieses Fernrohr sehen. Traurig. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, warum Baby Pieps so unheimlich traurig ist? Er hat Baby Pieps weggeschickt. Er hat gesagt, geh weg. Genau. Aber Baby Pieps wollte doch nur dein Freund sein, Pocoyo. Ah, Baby Pieps. Pocoyo hat das nicht so gemeint, er wollte nur mal für ein Weilchen allein sein. Oh, was ist denn das? Eine Einladung. Da möchte irgendjemand, dass du zu seinem Fest kommst, Baby Pieps. Entschuldige. Das war eine sehr liebe Entschuldigung, Pocoyo. Was war das, Baby Pieps? Du sagtest, das war die allerliebste Entschuldigung überhaupt? Prima, Pocoyo. Und was für ein Glück für Baby Pieps. Macht's gut. Bis bald. Hallo, Pato. Ach,
wie wunderschön deine Blumen aussehen. Und dieser herrliche Duft. Himmlisch. Was hast du, Pato? Oh ja, du hast recht, Pato. Irgendetwas riecht hier wirklich gar nicht gut. Könnt ihr vielleicht erraten, was hier so gar nicht gut riecht? Lula! Lula riecht nicht gut. Ich fürchte, ihr habt recht. Oh je. Hallo, Elli. Ah, ist das ein neues Parfum? Oh, ja, das duftet ja wirklich scheußlich. Lula, das ist ja so ein... Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das ist... Ah, hallo Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Weißbrot. Ja, es gibt wohl nichts Besseres als ein schönes, leckeres. Ich weiß, Pocoyo. Lula riecht recht übel. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man am besten machen kann, dass Lula wieder gut riecht? Sie waschen, Lula baden. Waschen? Das ist eine wunderbare Idee. Na los, Lula. So schlecht ist es gar nicht. Also, Lula? Oh je. Lula! Oh nein. Pocoyo meint, Lula muss ganz dringend gewaschen werden. Vielleicht könnt ihr ihm helfen. Oh je. Elli, fang sie! Pass auf! Es ist schwieriger, als es aussieht! Was wird das? Ah, verstehe. Ein Hundelock- und Waschapparat. Genial. Was? Tja, es scheint nicht zu funktionieren. Nein, Pato! Also ich muss sagen, du siehst jetzt wirklich sehr sauber aus. Hm.
Ach, Pocoyo, wie willst du Lula baden, wenn du sie nicht in die Badewanne bekommst? Geh weg! Lula, du bist ein Stinker. Kann sich jemand von euch vorstellen, wie Pocoyo es schaffen könnte, Lula nass zu machen? Im Regen! Der Regen! Das ist richtig! Pocoyo kann Lula ganz einfach mit dem Regenwasser waschen. Jetzt haben wir endlich einen blitzsauberen Hund. Bravo, Pocoyo! Wie schön, dass alle wieder sauber sind und gut riechen. Macht's gut! Bis bald!